Darüber möchte ich sprechen mit dem Waffenexperten Lars Winkelsdorf, mir zugeschaltet. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Nach Berlin. Ja, nach diesem Amoklauf in Hamburg, wie denken Sie jetzt über eine mögliche Verschärfung des Waffenrechts? Brauchen wir sie, um so etwas verhindern zu können? Wir brauchen konkret eine Verschärfung des Waffengesetzes, aber wir brauchen eben nicht diese Verschärfung des Waffengesetzes, die vom Bundesinnenministerium geplant ist. Wir haben zahlreiche Lücken, wir haben einen immens großen Bestand an illegalen Waffen in Deutschland, 30 bis 40 Millionen schätzungsweise. Und es muss konkret etwas unternommen werden, um der Sicherheit der Bevölkerung zu dienen. Die waffenrechtliche Flickschusterei an einem Nazi-Gesetz von 1938 kann keine Lösung sein. Was bedeutet das konkret? Wie schützt man also die Bevölkerung? Muss es mehr Kontrollen geben? Wir haben es gerade auch gehört, dass man als Sportschütze seine Waffe einfach nicht mit nach Hause nimmt. Was sind da jetzt also die Lösungsansätze in Ihren Augen, um so etwas zu verhindern und dafür zu sorgen, dass Deutschland sicherer ist? Wir haben in der Bundesrepublik ein Kraftfahrtbundesamt, wir haben ein Luftfahrtbundesamt, ein Bundesamt für den Güterverkehr. Aber wenn es um das Waffenrecht geht, dann haben wir eine Streusandbüchse von bis zu 600 verschiedenen Behörden, die sich um den Vollzug kümmern müssen und dies nicht selten mit Halbtagskräften. Dass das natürlich Lücken produziert, dass das unbefriedigend ist, ist vollkommen offensichtlich, wird aber bisher nicht angegangen. Und das, was ich denke, wir brauchen in Deutschland endlich ein Bundeswaffenamt, sowohl für die Verwaltung als auch für die Strafverfolgung. Ist dann auch der psychologische Teil dort ein wichtiger? In dem Fall des Täters von Hamburg hatte er vorher ein Buch auch über Satan geschrieben mit doch sollen es krude Thesen gewesen sein. Es gab schon Hinweise darauf, dass anonyme Briefe eingegangen sind, die meinten, er wäre nicht in der Verfassung dafür. Geht es also noch viel mehr darum, immer wieder zu kontrollieren, wie es im Kopf dieser Menschen aussieht, die tatsächlich Legalwaffen besitzen dürfen? Im Fall von Hamburg bestand keine Kontrolllücke, also der Gesetzestext gab die Möglichkeiten her. Die Polizei Hamburg wusste auch von der psychischen Erkrankung. Der Täter hatte sogar ehrenamtliche Ermittlungen als Freizeitpolizist für die Polizei Hamburg durchgeführt und für unsere Gesellschaft. Aber alles das war für die Polizei kein Grund, eine solche ärztliche Überprüfung anzuordnen. Also da ist tatsächlich Fehler in der Polizei Hamburg zu suchen und nicht im Waffengesetz. Sagt Lars Winkelsdorf. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen. Guten Tag nach Berlin. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.